Hallo, mein Lieben. Ja, willkommen zum Video. Ich möchte mit euch heute basteln. Es ist 9:30 Uhr abends. Ich dachte, ich schmeiße einfach mal die Kamera an und bastel mit euch. Ich will mit euch eine Rockercard basteln. Und ja, wir brauchen einen Fotokarton. Und zwar zwei Farben. Zwar einmal für die große, für den großen Kreis. Und weil ich jetzt gerade keine Lust habe, zu suchen, habe ich jetzt nur gerade den Rest den Angebot zusammen. So, das kommt erstmal da rein. So. Und den zweiten Kreis, den stanzen wir in Blau aus. Und den letzten, den stanze ich jetzt aus dem Rest von seinem Papier, was ich gerade noch in der Kiste gefunden habe. Habe ich mir nicht gehört. So. Und das. So. Die Startmaschine werden wir noch brauchen, das seht ihr aber in einem anderen Video. So. Dann, übrigens, warum ich stehe, mein Stuhl ist gerade belegt. Dann knickte ihn in der Mitte. Ich habe gestern bei meiner Elena Stuhl gebastelt und deshalb habe ich vergessen, noch nicht wegzuräumen. Deshalb sieht es ein bisschen chaotisch aus. Einmal kurz. Jetzt gehen wir drauf, dann tun wir den zweiten raus. Und zwar bündig. Und jetzt kommt unser DSP. Unser Motivkarton, wie ihr es nennt. Das ist das DSP, weil das für mich am einfachsten auszusprechen ist. Übrigens, wenn ihr fragt, was DSP heißt Designpapier. Dann haben wir schon mal die Basis geschaffen und jetzt wippert sie. Wo
habe ich denn jetzt mein... Wie ihr seht, das ist alles, was immer drin ist. Suchen, suchen. Dann nehme ich mir so einen Spruch und zack, zack hier und nehme das aus der Box. Und ein Schmetterling. Oh, braucht doch nur zwei Herzen. Das andere kann da rein. So, so sieht das aus. Ich möchte auch das nicht zu überladen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video, was auch wieder ein Tutorial ist, was eventuell am Samstag hochgeladen wird. Also, meine Lieben, bye.